Taxi Driver ist ein Klassiker des Regisseurs Martin Scorsese, der 1976 veröffentlicht wurde und mit berühmten Schauspielern besetzt ist. Dieser Film hat tiefe Spuren in der Welt des Kinos hinterlassen. In diesem Video werfen wir einen Blick darauf, wie sich die Hauptdarsteller des Films im Laufe der Jahre verändert haben. Nummer 1: Robert De Niro wurde 1943 geboren und war 33 Jahre alt, als er die Rolle des Travis Bickle spielte. Nach Taxi Driver wurde er einer der führenden Schauspieler in Hollywood mit zahlreichen denkwürdigen Rollen. Heute ist er 80 Jahre alt und weiterhin in vielen Filmprojekten aktiv. Nummer 2. Jodie Foster wurde 1962 geboren und war 14 Jahre alt, als sie die Rolle der Iris spielte. Nach Taxi Driver wurde sie ein berühmter Star und gewann viele Auszeichnungen, darunter zwei Oscars. Heute ist sie 62 Jahre alt und weiterhin in der Unterhaltungsbranche tätig. Nummer 3. Sybil Shepherd wurde 1950 geboren und war 26 Jahre alt, als sie die Rolle der Betsy spielte. Nach Taxi Driver setzte sie ihre Schauspielkarriere fort und nahm an vielen Fernseh- und Filmprojekten teil. Heute ist sie 74 Jahre alt und weiterhin künstlerisch aktiv. Nummer 4. Harvey Keitel wurde 1939 geboren und war 37 Jahre alt, als er die Rolle des Sport spielte. Nach Taxi Driver setzte er seine Schauspielkarriere fort und wurde einer der angesehensten Schauspieler in Hollywood. Heute ist er 84 Jahre alt und weiterhin in vielen Filmprojekten aktiv. Nummer 5. Albert Brooks wurde 1947 geboren und war 29 Jahre alt, als er die Rolle des Tom spielte. Nach Taxi Driver setzte er seine Karriere als Schauspieler und Regisseur fort. Heute ist er 76 Jahre alt und weiterhin in der Unterhaltungsbranche tätig. Nummer 6. Peter Boyle wurde 1935 geboren und war 41 Jahre alt, als er die Rolle des Wizard spielte. Nach Taxi Driver setzte er seine Schauspielkarriere fort, bis er 2006 verstarb. Peter wird für viele liebenswerte und humorvolle Rollen in Erinnerung bleiben. Nummer 7. Leonard Harris wurde 1929 geboren und war 47 Jahre alt, als er die Rolle des Charles Palantine spielte. Nach Taxi Driver konzentrierte er sich hauptsächlich auf seine Schriftstellerkarriere. Leonard verstarb 2011 im Alter von 82 Jahren. Nummer 8. Martin Scorsese wurde 1942 geboren und war 34 Jahre alt, als er die Rolle des Passenger Watching Silhouette spielte. Nach Taxi Driver setzte er seine Karriere in vielen Film- und Fernsehprojekten fort. Heute ist er 82 Jahre alt. Nummer 9. Victor Argo wurde 1934 geboren und war 42 Jahre alt, als er die Rolle des Melio spielte. Nach Taxi Driver setzte er seine Schauspielkarriere fort, bis er 2004 verstarb. Victor ist für viele denkwürdige Rollen bekannt. Nummer 10. Joe Spinell wurde 1936 geboren und war 40 Jahre alt, als er die Rolle des Personnel Officer spielte. Nach Taxi Driver setzte er seine Schauspielkarriere fort, bis er 1989 im Alter von 53 Jahren verstarb. Nummer 11. Harry Northup wurde 1940 geboren und war 36 Jahre alt, als er die Rolle des Doughboy spielte. Nach Taxi Driver setzte er seine Schauspielkarriere fort. Heute ist er 83 Jahre alt. Nummer 12.
Stephen Prince wurde 1948 geboren und war 28 Jahre alt, als er die Rolle des Easy Andy, The Gun Salesman, spielte. Nach Taxi Driver setzte er seine Schauspielkarriere fort. Heute ist er 76 Jahre alt. Taxi Driver hat viele Erinnerungen und Erfolge für die Schauspieler mit sich gebracht. Viele von ihnen sind weiterhin künstlerisch aktiv und haben Spuren in der internationalen Unterhaltungsbranche hinterlassen.